Frachtflugzeuge werden gerade im Langstreckenflug in Zukunft oft ohne Besatzung unterwegs sein. Bereits heute werden kleine, unbemannte Frachtflugzeuge entwickelt und getestet. Unbemannte Frachtflugzeuge bieten einige Vorteile. Piloten können das Fluggerät immer vom selben Ort aus bedienen. Die Frachtflugzeuge können länger durchgehend fliegen, ohne alle Piloten an den kompletten Flug zu binden. Dadurch kann die Effizienz gesteigert und die Arbeitsbelastung der Piloten ausgewogener verteilt werden. Please confirm my flight level 380. UFO 2017, flight level 380 confirmed. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat sich in dem Projekt Unmanned Freight Operation, kurz UFO, der Kernfrage gestellt, wie sich unbemannte Langstreckenfracht in das Luftverkehrssystem integrieren lässt. Insbesondere die nötigen neuen Kontaktwege zwischen Pilot, Flugzeug und Lotse standen im Fokus des Projekts. Die Forscher haben gezeigt, wie eine Integration heute aussehen kann. Im Streckenflug führen speziell geschulte Fluglotsen die unbemannten Flugzeuge. Ein Pilot am Boden führt deren Anweisungen aus. Über einen Datenlink empfängt das Flugzeug die Befehle von der Bodenkontrollstation des Piloten und übermittelt Bewegungs- und Statusdaten an diese. Im Anflugbereich werden die unbemannten Luftfahrzeuge von Lotsen in die klassische Anflugsequenz eingereiht. Radar UFO 2017, Flight Level 110. UFO 2017, hello identified. UFO 2017, descent altitude 4000 feet, QNH 1013. Descending altitude 4000 feet on QNH 1013, UFO 2017. Erweiterte Lotsenunterstützungssysteme erlauben dem Lotsen, die Besonderheiten des unbemannten Flugzeugs zu erkennen und entsprechend mit dem Piloten am Boden zu interagieren. UFO 2017, contact Tower 119.9, goodbye. Over to Tower 119.9, UFO 2017, goodbye. Tower UFO 2017 established on the ILS runway 14. UFO 2017 clear to land runway 14. Der Pilot führt die Landung entsprechend den Anweisungen des Tower-Lotsen durch und verantwortet das Abrollen von der Landebahn bis zum Übergabepunkt. UFO 2017 contacting 121.85. Am Boden wird auf etablierte Schleppvorgänge zurückgegriffen. UFO 2017 on Hotel 1. Das Flugzeug wird nach Verlassen der Landebahn vom Piloten und seiner Bodenkontrollstation an einen Schlepperfahrer übergeben. Das Frachtflugzeug wird end- und beladen und dann zurück zur Startbahn geschleppt. Sala Pushback approved. Pushback on November. Report ready for taxi. Entsprechend der Lotsenanweisungen führt der Pilot den Start und den Übergang zum Streckenflug aus. UFO 2017, runway 28, cleared for takeoff. Das Projekt Unmanned Freight Operations hat gezeigt, dass der unbemannte Langstreckenfrachttransport technisch und organisatorisch möglich ist. 5 DLR-Institute haben gemeinsam mittelfristig umsetzbare Lösungen zur Integration unbemannter Frachtflugzeuge entwickelt und in umfangreichen Simulationen demonstriert. Bis solche neuartigen Frachtflüge tatsächlich unbemannt durchgeführt werden, sind noch Herausforderungen zu meistern. Das DLR-Projekt stellt aber schon heute einen wesentlichen Schritt zur Realisierung solcher Flüge dar.